So. Wo ist er denn? Er will metzeln, okay. Wer will metzeln? Der Nico will metzeln, ich nicht. Aus welcher Ecke des Reichs des Vergessens sind diese Dinger denn gekommen? Oha, was ist das denn hier? Oh, das sind alles Gegner, ne? Sprech mit. Kann Ist ich mit. ein gutes Stück zum Laufen mit dem. Ja, sind das Feinde hier, diese leuchtenden vier? Ja. Oh ja, ist es schon. Okay, gut. Boah, die sind schon ein bisschen heftiger, ne? Hallo. Spektraler Feuermagier. Das sind einige, ne? Muss man sich erstmal durchkämpfen. Guten Tag, hallo. Die Feuermagier. Wo ist schon ein Stückchen hier? Was machen die da? Die halten sich den Kopf. Kann hier mal jemand Aspirin geben? Guck mal da. Die werden verrückt. Gehen wir mal hier über den Tempel. Das ist ein ganz schönes Stück. Gott zum Gruße, Jodie Foster, Mahlzeit. Oh, hier eine Heuschrecke. Komm her. Nee. Ach, das ist ein Nixhund. Ah, okay. Nervige Viecher. Die sind echt nervig, ja. So, wir gehen mal weiter. Boah. Ist das der Schicksalsberg? Wegen Caps. Oder? Wegen Caps, ja. Wegen Caps, weil er Caps geschrieben hat oder einen Link oder sowas gepostet hat. Nee, da hat Lull. Lull hat er geschrieben, ganz vielen Dingern. Oh. Sehr gut. Sieht echt cool aus. Guck mal hier, mit der Lava, die da rauskommt. Wie komme ich denn da rum? Lava macht Schaden, ne? Nee. Ja, doch, darfst du schon, aber nicht in der Form. Also, es gibt eine gewisse Beschränkung hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Weil manche Spam halt ohne Ende. Und deswegen haben wir es immer irgendwann ein bisschen beschränkt, ne? Und links sind halt nicht erlaubt hier, nein. Manchmal schreibt man auch Wort im Punkt und dann wieder ein Wort und dann. Aua. Was war ganz schön weit weg, ne? Wo wir hin müssen. Aber wir hätten ja auch den Weg nehmen können. Den Weg. Welchen Weg? Hab ich hier was übersehen? Wahrscheinlich. Ach, diesen Weg hier. Mhm. Oh, das ist noch einer. War also gleich zwei. Geh weg. Mehr hier. Das sind echt nervig, die Viecher. Bist du überhaupt hingelangt? Achso. So, wir gehen mal weiter. Was ist das denn für ein Schattenkrieger hier? Bin fast da. Bitte? Was hast du, Maschera? Über die Brücke. Ach, über die Brücke hier. Ich geh mal hier lang. Da geht's, glaube ich, auch lang. Ach, da hinten lang. Achso, nee, ich bin falsch gelaufen, glaube ich, oder? Sieben Brücken musst du gehen. Ich komme da auch hin, aber die Frage ist, überlebe ich das, wenn ich jetzt in die Lava springe hier? Oder stirbt man nicht so schnell in den Lava? Ja doch, tut aber. Na gut, dann gehe ich lieber über die Brücke. Findet er. Was? Der heißt Findet Ärger?
Oh, Leute, schon was bin ich hier. Komm her hier. Weg da. Ach, aber die Brücke müssen wir. Ach so, ja gut, okay. Schon. Oh, sagt er zwei, ne? War klar. Na komm. Die haben aber echt komische Namen, die Leute. Die Herzen der Dunmer sind so trocken wie ihr Land. Mann. Ach, und dann über die andere Brücke auch, ne? Ja. Das ist der Walking-Simulator hier heute. Wegschreien von... Ah, guck mal. Das heißt, da können wir uns ja später, wenn wir den jetzt entdeckt haben, auch wieder hin teleportieren, ne? Korrekt? Jo. Ah. So, sehr gut. Das heißt, wir müssen hier rüber. Laufen wir mal weiter. Der müsste hier irgendwo sein. Oh, ist hey, hier oben. Ach, da oben ist er. Okay, gut. Ne? Das war der auf der Brücke, ja? Der Typ. Gut, dann gehen wir mal hoch. Dann war der das doch da oben. Ascheberg entdeckt. Sehr gut. Da müssen wir hin. Guten Tag. Freut mich, euch hier zu sehen, Soldat. Wir brauchen jegliche Hilfe, die wir bekommen können. Mhm. Sehr schön. Und ich bin froh, dass er es getan hat. Balred scheint nicht ohne Gegenwehr in seinen Käfig zurückzuwollen. Okay. Vater war sich sicher, dass Balred der einzige Weg war, die Bündnis... Wir müssen ihn wahrscheinlich vernichten, wa? Aber wie es scheint, war er ein wenig voreilig mit seinen Entscheidungen. Das Ritual, das mir Vater gab, um Balred wieder zu bannen, zeigt keine Wirkung. Oha. Irgendetwas stimmt nicht. Daedra strömen aus dem Vulkan hervor und ich mache mir Sorgen um die umliegenden Siedlungen. Wir brauchen Antworten. Und wir brauchen sie schnell. Daedra ist ein anderes Wort für Lava, glaube ich, oder? Daedra strömen aus dem Vulkan hervor. Könnte sein, ne? Ja, oder was, irgendwas anderes. Die dürfte sein, direkt zur Quelle zu gehen. Zu jenen Magiern, die Balred das erste Mal banden. Einige von ihnen sind in der Nekropole im Süden begraben. Jenem Ort, den man Otrenes nennt. Mhm. Ich habe Onuja, einen Späher, losgeschickt, damit er herausfindet, was wir wissen müssen. Geht also Monster. Und helft ihm. So. Findet Unja. Was spiele ich? Magier, TT oder Heiler? Ich denke ja TT, wa? Würde ich jetzt sagen. Aber ich spiele einfach so, wie ich Bock habe. Also ich habe da jetzt nicht so... Weiß ich nicht, ich muss das jetzt nicht so oder so machen. Wo kommen wir denn da lang am besten? Ich guck mal gerade. Ah, die Brücke wieder zurück, okay. Gut. Oh, das ist auch noch eine falsche Brücke. da sollten wir nicht hin, nein. Noch nicht. Noch nicht, später. Das war die andere dann, im Osten. Die ganze Welt, ne? Allein schon die Mühe zu machen, wie das hier alles aufgebaut ist, ist schon Wahnsinn. Geht dann mit Punkteverleihung. Ich habe Ausdauer eigentlich. Ja. Ausdauer. Ich gehe auf Ausdauer aktuell. So. Ist er hier? Nee, ne? Wird. Und ja, doch da. Ihr habt mich erschreckt. Spielt ihr mir etwa einen Streich, ein Trockenhaut? Oh, dann ist es ja gut. Schön, mal eine freundliche Schnauze zu sehen. Sehr gut. Das ist mir viel lieber als all die toten Gesichter in letzter Zeit. Wie kommt es nur, dass Elfen, wenn sie gestorben sind, nicht unter der Erde bleiben können? Das ist schwierig, ja. Nur
ein paar alte Runen lesen, hat er gesagt. Er hat nicht erwähnt, Wie untriebig die Toten hier sein würden. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Eure Antwort liegt mit Marvos Silurit begraben. Er hat vor langer Zeit die Brüder des Zwists gebunden. Wir brauchen sein Wissen. Aber ein Hochwohlgeborener wie er könnte... schwierig sein. Okay. Oh, man kann von einem Hochwohlgeborenen nichts verlangen. Ihr müsst ihm schmeicheln. Wenn wir respektvoll genug sind, wird er vielleicht erscheinen. Meine Schriftrollen sprechen von je einem Schrein auf der östlichen und westlichen Anhöhe. Dann trefft mich im Zentrum von Otrenes. Gut, dann machen wir das. Geht. Und denkt daran. Marvos Grabmal finden. Demütig zu klingen, wenn ihr Marvos Namen beschwört. Die Toten erwecken. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenes trefft, haltet euch bereit. Betet am Schrein der Hochachtung, betet am Schrein der Verehrung. Zu erledigen. Okay. Marvos stammt aus uralten Zeiten. Und daher wusste er auch um uralte Geheimnisse. Was sonst? Er half, diese gefährliche Waffe zu binden. Doch er starb vor langer, langer Zeit. Während der ersten Ära waren die Chima im Kampf gegen ihre Feinde so verzweifelt, dass sie die Brüder des Zwists erschufen. Seht euch an, was er an nur einem Tag angerichtet hat. Meine Schuppen verdorren schon, wenn ich nur an diese Hitze denke. Wer kann ihn nur befreit haben? So, okay. Das heißt, wir müssen erst an den Schrein beten. Und quasi... Okay, gut, das machen wir mal. Ja, moin. Hallo. gut, okay. Ja, wir wechseln jetzt. Und tschüss. Platz, jo. Weiter geht's. Let's go. Ist das der Schrein? Nee, das ist er nicht. Das ist auch noch einer. Ja. Wir gehen mal zu dem Schrein hier hoch. Ach, das ist wieder... Auf den Bergen. Bei den sieben Zwergen. So. Oh. So ein paar mehr hier. In der Mitte. Betet. Betet. So, jetzt müssen wir zum nächsten hier. Da können wir den auch nochmal ein bisschen. Und tschüss. Hallo. So, weiter geht's. Was ist das denn hier? Diese grünen. Blauen Sachen. Das scheint wichtig. Gucken wir uns das mal an. Was ist das? Gehört zu der Quest. Das gehört zu der Quest später, oder was? Jo. Ah. Wollen wir mal kurz mal einen Screen machen. Sieht cool aus. Gut, das heißt erstmal beten und dann müssen wir wahrscheinlich dahin und dann irgendwie wieder ein Rätsel lösen. Vielleicht. Unter Umständen. Sehr schön. So, Rudi, danke dir für 16 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Guten Abend. Danke dir, Rudi. Guten Abend. Vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön. So, weiter geht's. Ah.
Du kommst nicht vorbei. Attack 2. Also, ja. Noch nicht so toll, ne? Wir beten mal fix. So, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir wieder mit den Dingen sprechen. Und dann gucken wir mal weiter. Sehr gut. Wo ist der? Ah, hier vorne. Ach, guck mal, er hat sich mal hingesetzt, richtig. Bei meinem Ei. Ihr habt mich erschreckt. Oh. Bitte lasst das. Natürlich. Wart ihr sehr demütig, als ihr um die Ehre von Mavos Gegenwart gebeten habt? Ja. Es wird Zeit. Ehrt Mavos an dieser Feuerschale in der Mitte von Otrenis. Übrigens gieren die Toten nach eurem Blut, weil ihr es gewagt habt, einen Hochgeborenen zu stören. Na toll. So, was müssen wir jetzt machen? Hier, die Feuerschalen anbeten. Der Zorn der Toten. Passiert irgendwas? Ah, da kommt irgendwas. Ist der böse? Ah ja, okay, gut, doch. Dieser. Oh, eine Eisenkeule. Also noch mehr. Wieder mein Inventar voll, oder was? Das kann nicht sein. Doch, mein Inventar ist wieder voll. Ha! Wer stört meine Ruhe? Oh oh. Wer stört meine Ruhe? Schon wieder volles Inventar, Leute. Hier kannst du verwerten. Ja, warte mal kurz. Ich mache erstmal kurz hier. Rezept. Oh, kann ich nicht. Inventar ist voll. Ach, leck mich doch an den Arsch. Die Lumpensammlerin. Ich habe reichlich Waren frisch. Ah, so, Verwertergehilfe. Sehr gut. Das heißt, Sachen, die ich nicht brauche, kann ich verwerten, ja? Jo. Ich habe so viele Sachen, ne? Ahorn, Blitzstab, 12. Ich muss glaube ich auch mal wieder gucken, ob ich irgendwas anderes ausrüsten kann, ne? Ja, die weißen Sachen kannst du ruhig verwerten. Die können alle weg? Jo. Ja. Okay, was ist das nochmal? So, was haben wir noch hier? Zinnring, ein Ahornschild, Elfenmaschinen, Eisenhauben. Wie viel Kram man hier rumschleppt, ne? Jute-Schärpe, Rohleder, Rohlederstiefel, unbedeutende Glyphen, winzige Glyphen des Flammus und Lebens, auch weg? Ja, ja. Ja, gut, dann machen wir das mal weg. Nur die mit der Lupe behalten. Die haben alle Lupe. Nee. Du hast ja eine extra Lupe. Ach so, okay. So, Das heißt, du kannst das analysieren. Ach so, meinst du. So. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz, ne? Das heißt, ich kann jetzt wieder aufnehmen. Ah, sehr gut. Okay, gut. Jetzt müssen wir wieder mit den Typen sprechen und dann geht's weiter, ne? Da ist er. Bei euch sieht das so einfach aus. Zumindest das, was ich sah, wenn ich Handwerk mich mal nicht versteckt. Stimmt. Ja, ja. Oder wie ein Schlüpfling gejammert habe. Ich weiß, ich bin nicht mutig. Aber habt ihr seine Stimme gehört? Mavos ist zurückgekehrt. Danke auch für die Follows, Leute. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend. Er ist wichtig, also bekommt er auch das wichtig erscheinende Grabmal. Okay. Es ist die größte Krypta in der Nekropole. Ich werde meine Notizen zusammensuchen. Der wartet nicht auf mich. Wartet der nicht hat Angst, auf ne? mich. So, jetzt müssen wir in die Krypta und müssen mit dem sprechen, ne? Wobei sprechen wir jetzt, glaube ich, nicht bleiben. So, gehen wir mal hoch. Und dann schauen wir mal, ne? Oh, da ist er.
Also was weiß ich, kann entweder verkauft werden oder du verwertest es, bekommst selbstständig Rüstung bauen. Ah, okay. Dankeschön. Da ist er. Der ist bloß das kleine dann bei ihm. Ah, okay. Erstmal beanspruchen, warte. Material. So. Fähigkeitspunkt 15 einsetzen. Habe ich hier schon irgendwas, was ich wieder... Nee, habe ich noch nicht. Zweihandwaffe könnte ich noch irgendwann machen. Kraftschlag wäre auch noch was. Gemetzel ist noch nicht. Ja, Zweihandwaffe. So. Ihr seid also der Guard, der mich auferstehen ließ. Natürlich. Euer Anliegen sollte lieber unfassbar wichtig sein. Denn sonst werde ich eurer fleischlichen Hülle Unaussprechliches antun. Mhm. Das ist es? Ich war der größte Magier meiner Zeit. Und ihr erweckt mich wegen etwas, das man auch in einem Buch nachlesen könnte? Hm, schön. Es ist lächerlich. Oha. Aber ich sehe schon, ich muss meinem Volk erneut zu Hilfe kommen. Die Grabwürmer werden noch eine Weile auf euch warten müssen. Da haben wir Glück gehabt. Sehr gut. Ich wusste, dass Skelette nicht ausreichen. Ich hätte einige Dedra beschwören sollen, um diesen Ort zu beschützen. Oder einen Feueradronachen. Das wäre gut gewesen. Oder ein Feuer, Notrach? Könnt ihr mich lehren? Ich hab.